Die lebendige Ideenschule und das Experimentierfeld auf den Gebieten der freien und angewandten Kunst, der Gestaltung und der Architektur war die Bauhausphase. Das Bauhaus selbst bestand nur 14 Jahre. Auch in Zwickau gab es Personen, die sich dieser Moderne öffneten. Die Kunstsammlungen zeigen aus diesem Anlass die Sonderausstellung Hildebrand Gurlitt, Albert Hennig und das Bauhaus. Morgen 18 Uhr wird die Ausstellung eröffnet. Als staatliches Bauhaus 1919 in Weimar gegründet, als Hochschule für Gestaltung in Dessau und bis zur erzwungenen Auflösung 1933 als private Lehranstalt in Berlin wirkend, war das Bauhaus zweifelsohne die wirkungsmächtigste Ideenschmiede des 20. Jahrhunderts. Heute könnte sie auch als Dachmarke bezeichnet werden. Bauhaus war ja eine revolutionäre Ausbildungsstätte, die Walter Gropius 1919 in Weimar gegründet hat. Und die zog junge Menschen aus ganz Europa an, weil da wirklich neue Gestaltungsideen in allen Bereichen der Kunst, ob Architektur, Bühnenbild, Typografie, auch im Kunstgewerbe, Kunsthandwerk, im modernen Design, da war das eigentlich eine wegweisende, sehr experimentelle und ganz neuartige Ausbildungsform und Ausbildungsstätte. Im Bereich der Typografie trumpfte in dieser Zeit auch das König-Albert-Museum. Denn dem damaligen Museumsdirektor Hildebrand Gurlitt gelang es, sogar die lokale Presse über die vom Bauhaus übernommene Gestaltung des Hauses und außergewöhnliche Werbeausstellung zu interessieren. Ja, wir wussten das natürlich, dass unser erster Museumsdirektor Hildebrand Gurlitt 1925 schon gleich nach seinem Amtsantritt Kontakt zum Bauhaus aufgenommen hat und den Westflügel dann 1926 durch das Bauhaus gestalten ließ, also die Farbgebung beim Bauhaus beauftragt. Der Heinrich Koch hat das ausgeführt und das war bekannt. Aber wir haben dann wirklich noch mal in unserem Archiv gekramt, haben die Rechnungen gefunden, den Schriftwechsel. Und da stellten wir fest, dass er also wirklich paar Wochen nach seinem Amtsantritt hier in Zwickau schon das Bauhaus angefragt hat, ob es die Gestaltung für die Werbegrafik des Museums übernehmen könnte. Dazu ist es dann zwar nicht gekommen, aber man sieht, dass Gurlitt schon diesen modernen Geist auch hier nach Zwickau holen wollte. Er hat die Bauhauskünstler angefragt, ob sie Leihgaben zur Verfügung stellen, um auch in einer Industriestadt zum ersten Mal abstrakte Kunst vorstellen zu können. Er hat Vortragssäle eingerichtet und er hat eben eine ganz interessante Reklameausstellung organisiert. Nicht nur mit Bauhausgestaltern, aber mit modernen Gestaltern, aber eben ein großer Saal war dem Bauhaus gewidmet. Aber das ist nicht nur die einzige Verbindung Zwickaus zu dieser Epoche. Die archivale bis 10. März währende Ausstellung zeigt auch Werke von Albert Hennig. Doch diesmal nicht mit Werken auf Leinwand und Zeichenkarton. Albert Hennig war ja wirklich auch ein Bauhausschüler. Er ist 1907 in Leipzig geboren und kam aus einfachen Verhältnissen, hat Bauarbeiter gelernt, Betonbauer und hat dann Ende der 20er Jahre angefangen, auch aus sozialkritischen Gesichtspunkten heraus seine Umgebung, sein Arbeitermilieu zu fotografieren. Und hat sich dann mit einer Serie, die er im Auftrag der Kinderfreunde-Bewegung gemacht hat, hat er sich am Bauhaus beworben, weil er wollte auch eine neue berufliche Perspektive und wollte dort Reklamemann werden. Eben in jener Abteilung studieren, die Hildebrand Gurlitt schon einige Jahre zuvor hier mal in Zwickau vorgestellt hat. Albert Hennig ist angenommen worden und hat dort eben auch weiter fotografiert. Es gab direkt eine Fotografieklasse von Walter Peterhans, wo man Produktfotos herstellte und dieser experimentelle Charakter wird da auch sehr, sehr deutlich. Und seit wir den Nachlass übernommen haben, ist uns eben auch der fotografische Nachlass bekannt und in diesem Umfang auch bekannt, sodass wir eben auch erstmals Vergrößerungen aus dem Nachlass vornehmen konnten, der von Aufnahmen, die am Bauhaus entstanden sind. So zeigt diese Ausstellung, Zwickau hat auch als einstige Tuchmacher- und Seilerstadt, Bergarbeiterstadt, Automobilbau- und Trabantstadt neben Schumann und Pechstein eine weitere Verbindung zu großer, epochaler Kunst.